Jo, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Und heute, ich gehe einfach nur so kurz auf ein Clash of Clans, wollte ein bisschen aufnehmen und schaut euch das an. Einfach plus 80. Plus 80 Pokale. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns mal hier ein paar Verteidigungslooks an. Also der ist komplett verkackt. Da hat der nur so einen einzigen hingemacht und dann verkackt. Ja, das war's dann auch. Und dann schauen wir uns mal den nächsten an. Den haben wir dann hier. 39%. Schauen wir uns den mal an. Geht hier mit Bogenschützen Level 4, 150 Stück. Das funktioniert? Ich weiß ja nicht. Barbarenkönig ist tot. Er hat auch noch Drachen. Und auch noch einen Barbarenkönig auf Level 2. Und noch kurz ein bisschen schneller. Hat da aber nicht ganz so viel gerissen, finde ich. Hat ein bisschen Elixier mitgenommen, aber sonst auch nichts. Ja, doch ein bisschen Gold halt. Naja, was willst du da aber machen? So, gegnerische Barbarenkönig ist auch tot. Hat der 35% und 39 und hat dann verkackt. Und somit haben wir dann auch da ein bisschen was bekommen. So. Und jetzt hier erstmal alle Sachen. Dann hier. Und dann hier noch das dunkle Elixierlager. Okay. Spenden tun wir später, denn wir wollen erstmal im Clankrieg angreifen, denn wir haben gerade Clankrieg. Oh, das sieht schlecht für uns aus. Wir haben noch erst 6 Angriffe gemacht. Also, da will ich aber nur kurz mal hier angreifen. Los. So. Okay. Ich würde sagen, wir greifen hier Platz 1 an. Können ja mal spielen. Naja, ist nicht so super. Naja. Wir können ja mal schauen. Also da. Ich schaue mal Platz 2. Ich weiß nicht. Komm, wir greifen Platz 2 an. Ja, komm, wir greifen Platz 2 an. Dann kommen wir von da so rein. Nehmen uns hier den Barbarenkönig mit. Ja, so machen wir das. Wir haben keine Kleinburg-Truppen. Wie kommt das? Oh, wir wollen 100% angegriffen. Und haben 100% kassiert. So, ich werde erstmal sagen, wir greifen an. Juckt jetzt keinen, ob wir Kleinburg-Truppen haben oder nicht. So, wir greifen erstmal an. Wir fangen an, ich würde sagen, mit den Magiern. 5 Stück, dann ein Heiler und dann erstmal hier die 5. So, den Barbarenkönig setzen wir hier hin und dann setzen wir hier unsere 10 Dinge ein, unsere 10 Schreinreiter. Ja, da kommen die Truppen raus. Ups, da haben wir noch einen Schweinereiter. Den setzen wir dann hier hin. So. Unser König ist tot. Wenn wir hier jetzt noch ein paar Prozent nehmen, dann können wir vielleicht noch einen Stern bekommen. Wenn möglich sogar 2. Aber ich glaube eher nicht, denn da unten haben wir noch eine Luftabwehr. Und das würde dann nicht funktionieren. Also ich hoffe jetzt einfach mal auf einen Stern. Ich weiß nicht, ob das ein Stern wird. Wir können aber hoffen. Ja, ich weiß nicht. 46%.
Nee, Alter. Wir haben einfach verloren. Scheiße, Alter. Scheiße. So ein schlechter Angriff. So ein schlechter Angriff von uns. So. Alter, nein. Was ein schlechter Angriff. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier nur drei Dinger mit. Und dann zwei von denen. Und dann halt auch so ein paar Bogenschützen. Und hier nehmen wir uns nur fünf mit. So. Dann nehmen wir uns auch drei von denen mit. Nehmen wir nochmal insgesamt 30 mit. Und dann halt hier 10 Magier. Und dann schauen wir weiter. Der Barbarenkönig muss jetzt erstmal heilen. Und in der Zeit können wir ja hier mal schauen, was wir hier so alles gemacht haben. Ich habe ein bisschen angegriffen gestern, denn ich wollte ein paar Pokale plus haben. Habe ich ein bisschen so einfach so, wo das Rathaus draußen ist, habe ich einfach ein paar Bogenschützen gemacht und die dann dazu gebracht, solche Dinge anzugreifen, solche Verteidigungen. Und ja, das lief dann immer ganz gut. Da haben wir 6% bekommen. Können dann beim nächsten schauen. Beim nächsten haben wir 6 Pokale bekommen und beim nächsten Jahr haben wir 5 Pokale bekommen. Hat eine richtig kranke Base, also ist auf jeden Fall nicht allzu schwach. Naja, ist jetzt auch nicht gerade, obwohl, es geht. Mauern sind jetzt nicht so gut, aber gut. Wir können ja hier mal schauen. Da haben sie das Rathaus auch gleich kaputt. Und laufen dann hier weiter und machen hier noch ein, zwei Dinger kaputt. So, ein, zwei. Und dann war das auch fertig. Dann haben wir da auch 5 Pokale bekommen mit 4%. Und schauen uns dann auch sofort den letzten, glaube ich, an. Nee, da war noch einer. Ja. Nee, das war der letzte. 6% haben wir hier bekommen. Das war diese Base. Haben wir ja einfach ein paar hingehauen. So, 20 Stück. Die haben dann hier also so ein bisschen was gerissen. Haben dann noch so zwei Dinger mitgenommen. So. Und da hinten ist auch noch einer.